Eins habe ich noch. Eins habe ich noch. Also ganz kurz lese ich euch noch die Rückseite vor. Ich glaube, die sollte man einfach wissen. Ich meine, die Bücher sind mit einer ISBN-Nummer ausgestattet. Ihr könnt die über meinen Shop bestellen, aber ebenso auch im Buchhandel im Fall der Fälle. Und Shop habe ich oben eingeblendet, ist bei mir zu bestellen. Und dann kommt es auch gleich zu euch, weil es geht nicht über Dritte und Umweg und es dauert dann länger, sondern es geht direkt. Aber jetzt zum Klapptext. Dieses Buch erzählt in Gedichtform und originell in einem Wetterbericht verpackt den 24-Stunden-Tag eines depressiven Menschen, was er denkt, was er fühlt, wie er damit umgeht und wie es seinem Umfeld mit ihm ergeht. Das Buch schafft Bewusstsein für ein Thema, das einem großen Schweigen unterliegt, der Depression, und es trägt zugleich zur Enttabuisierung bei. Es hilft zum einen dem Betroffenen selbst, er erkennt, dass er nicht alleine ist, dass es jeden treffen kann, dass es viele Leidtragende gibt und dass mehr oder weniger fast alle dieselben Gedanken, Gefühle und Herausforderungen kennen. Aber deutlich wird auch, dass Hoffnung auf Heilung besteht und wie wir aktiv dazu beitragen können, eine Depression aufzulösen. Zum anderen kann dieses Buch die Wahrnehmung des Umfelds sensibilisieren, um die Anzeichen der Depression bei einem Mitmenschen zu erkennen. Es gibt mehr von Depression Betroffene, als wir auf den ersten Blick erkennen. Und diese Menschen brauchen ganz besonders viel Liebe, Verständnis und vor allem die Geborgenheit der Gemeinschaft. Tja, da ist es. Schlechtwetterprognose, Depression. Kann ich euch nur empfehlen, dass ihr die solche einmal nach Hause nehmt und dass es zur Verfügung stellt zu lesen. Wie gesagt, Erwachsene, keine Kinder. Also, bis zum nächsten Mal.